Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu diesem kleinen Byte-Inspector-Video zum Thema WLAN-Router. Folgende Geschichte. WLAN-Router gehören rein von der Sache her ja zu den, ich sage mal, langlebigeren Geräten, die wir so zu Hause betreiben. Die haben wir in der Regel ein ganz paar Jahre und dann werden sie aus verschiedensten Gründen ausgetauscht, ausgemustert, wie auch immer. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem alten Teil denn? Verkaufen? Naja, seien wir mal ehrlich, die Top-Geräte, die kosten gute dreistellige Beträge und nach ein paar Jahren sind die Dinger auf eBay höchstens noch 20 Euro wert. Das lohnt sich also nicht. Und bevor die Dinger zu Hause im Schubfach versauern, erzähle ich euch heute 10 coole Dinge, die ihr mit eurem alten WLAN-Router noch so anfangen könnt. Viel Spaß! Wir legen gleich mit der ersten Sache los, und zwar unseren WLAN-Router als WLAN-Repeater zu verwenden. Ihr kennt das vielleicht. Man freut sich über sein schönes WLAN zu Hause, aber halt nicht überall. Das Ding reicht entweder nicht bis in den Garten oder nicht in jeden Raum, wie auch immer. Also kann man einen Repeater verwenden. Was macht ein Repeater? Nun, der verbindet sich, ich sag mal, in einem Punkt so dazwischen, zwischen der Ecke, die ihr versorgen wollt, und eurem eigentlich jetzt wieder aktuellen WLAN-Router, verbindet sich über WLAN und erweitert dieses Signal oder dieses Netzwerk, so dass ihr euch dann überall dort einloggen könnt und eine entsprechend größere Reichweite habt. Und da könnt ihr viele, viele alte WLAN-Router dementsprechend umfunktionieren, dass die genau denselben Zweck erfüllen. Die sind dann also quasi nur ein weiterer Teilnehmer in eurem bereits bestehenden Netzwerk. Ein bisschen Konfigurationsarbeit ist es. Da bieten viele Hersteller allerdings auch entsprechende Anleitungen im Netz an. Kommt natürlich auch ein bisschen auf euer Gerät an. Und schon könnt ihr für quasi kein Geld mit eurem alten Gerät euer WLAN-Netz zu Hause erweitern. Ziemlich coole Sache. Einsatzzweck Nummer 2 als Access Point. Ein Access Point ist ja erstmal sowas ähnliches wie ein WLAN-Repeater. Ich möchte irgendwie meine WLAN-Reichweite erhöhen. Der Unterschied zwischen einem Access Point und einem Repeater ist, dass der Access Point per Kabel mit eurem sonstigen Heimnetzwerk verbunden ist und dann das WLAN-Netz wieder aufmacht. Hat halt den Vorteil, dass wir nicht durch diese zwei WLAN-Strecken unseren Durchsatz, naja, nahezu halbieren in den meisten Fällen, sondern dass wir von beiden Geräten, sprich neuer Router und alter Router, den wir dafür verwenden, sag mal, die gleiche Performance erwarten können, egal wo wir uns im Haus befinden. Muss man natürlich ein bisschen Kabel ziehen dafür, lohnt sich aber allemal. Und wie gesagt, ihr habt das Ding ja eh noch rumliegen. Vielleicht lohnt sich das für euch. Einsatzzweck Nummer 3. Ich kann das Ding als Switch verwenden. Das Ding hat ja nicht ohne Grund, oder das Ding, der WLAN-Router hat ja nicht ohne Grund so viele hübsche LAN-Buchsen hinten dran. Sprich, ich habe in der Regel 4 Anschlüsse an so einem Ding. Über einen Anschluss ist natürlich meine Verbindung zum sonstigen Netzwerk gegeben. An 3 Anschlüssen kann ich 3 weitere Geräte anschließen. Das kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, jetzt im Wohnzimmer hinter der TV-Wand, da habt ihr ja mit Fernseher und Spielekonsole und sowas Geräte, die man vielleicht nicht immer per WLAN verbinden will oder kann. Oder wenn ihr wie hier Haufen Zeug an einem Schreibtisch habt, ich habe hier auch einen kleinen Switch im Einsatz, den hätte ich mir an sich sparen können, wenn ich einfach das Gerät dafür verwendet hätte. Ist natürlich ein bisschen klobiger, funktioniert aber am Ende genauso. Einsatzzweck Nummer 4. Ich kann das Ding als WLAN-Adapter nehmen. Soll heißen, ich habe Geräte, die ich über WLAN verbinden muss, weil ich bis dorthin kein Kabel legen kann, wie auch immer. Zum Beispiel ein stationärer PC. An diesem PC möchte ich allerdings auch keine WLAN-Karte einbauen, weil ich keinen Platz habe oder weil es bescheuert aussieht. Möchte keinen WLAN-USB-Stick verwenden, weil das Signal zu schwach ist oder weil ich nicht genug freie USB-Steckplätze habe. Und da könnt ihr euren alten WLAN-Router auch ganz prima als WLAN-Adapter nehmen. Heißt im Klartext, ihr habt das Ding irgendwo installiert und entsprechend eingerichtet. Der verbindet sich per WLAN mit eurem Heimnetzwerk und den PC, eine LAN-Buchse haben ja die meisten, verbindet ihr einfach per Kabel mit dem WLAN-Adapter, der in dem Fall euer alter Router ist. Und das Schöne an diesen 4 Dingen, die ich bis jetzt genannt habe, ist, dass ich die auch miteinander kombinieren kann. Beispiel, ich habe jetzt eine TV-Wand, die ist, sage ich mal, mehr oder weniger nicht per Kabel zu erreichen. Und nicht alle Geräte dort kann ich per WLAN verbinden. Und eine LAN-Verbindung, eine ganz normale, ist mir eh lieber. Was mache ich also? Ich stelle das Ding dorthin, richte mir das entsprechend ein, dass der sich per WLAN mit meinem Heimnetzwerk verbindet. Und an diesem Switch, der mir dann automatisch auch entstanden ist, schließe ich einfach meine Geräte an, die ich daran halt betreiben möchte.
Feature Nummer 5, wofür sich so ein alter WLAN-Router ganz hervorragend eignet, ist ein Gast-WLAN. Warum brauche ich ein Gast-WLAN? Nun, wenn ich Besuch habe, würde ich den Leuten ja ganz gerne mein Internet anbieten, dass die nicht sinnlos hier ihr Datenvolumen verbrauchen oder hier auf dem Dorf auch gar keine mobile Internetverbindung haben, möchte die aber nicht unbedingt immer in mein bestehendes Heimnetzwerk lassen. Aus mehreren Gründen. Ich könnte dann keinen MAC-Adressenfilter verwenden, weil dann wäre der Aufwand viel zu groß, die hinzuzufügen. Ich müsste mein Passwort verraten und natürlich hätten diese Geräte von meinen Gästen dann auch vollen Zugriff oder zumindest wären sie in der Lage zu kommunizieren mit meinen anderen Teilnehmern im Haus, sprich Rechnern, Fernseher, NAS-Server, Drucker, was auch immer ihr da halt so habt. Jetzt kommt wieder mein alter WLAN-Router ins Spiel. Zumindest wenn euer neuer WLAN-Router, soll es ja geben, keinen eigenen Gastzugang unterstützt. Gastzugang heißt ja, dass ich ein zweites WLAN-Netz aufmache, nur für die Gäste. Und hier kann ich quasi den alten Router wieder als Router konfigurieren, so wie er ursprünglich mal war. Sprich, kein Teilnehmer in meinem Heimnetzwerk, das schon besteht, sondern der macht sein eigenes Netzwerk auf mit seinem eigenen Adressbereich, seiner eigenen Firewall und eben auch seinem eigenen WLAN-Netz, seinem eigenen Passwort und seinen eigenen Zugangsbeschränkungen, die ich natürlich ganz individuell setzen kann oder Zeitplänen auch, damit die Leute mit meiner Leitung keinen Schabernack machen können. Punkt Nummer 6. Nach Gast-WLAN folgt Gast-LAN. Wie erkläre ich das jetzt? Für mich ist das zum Beispiel ganz interessant, denn ich habe ja hier, von dem filme ich gerade, meinen zweiten Arbeitsplatz. Darauf stelle ich ja immer so PC-Projekte und so eine Faxen vor oder packe auch mal was aus mit euch. Und dort habe ich auch öfters mal Geräte, die nicht mir gehören oder die mir ganz frisch gehören, mit denen ich mir aber noch nicht so sicher bin. Und die möchte ich natürlich auch nicht in mein Heimnetzwerk lassen. Per WLAN ist das kein Problem. Ich habe mein Gast-WLAN hier daheim. Das hat entsprechend eigene Zugangsbeschränkungen und von dort aus kann man auch nicht mit den anderen Netzwerkteilnehmern kommunizieren. Allerdings, per LAN sieht das wieder ganz anders aus. Ich kann zwar ein Gerät per LAN anschließen und mit einem Netzwerk verbinden, dann hat es aber entsprechend wieder den ganzen Zugriff. Also könnte ich wunderbar so einen alten Router, das muss nicht mal ein WLAN-Router sein, dazwischen packen, nur mit dem Zweck, dass der sein eigenes Netzwerk aufmacht und dass die Geräte, die ich dort dran klemme, zwar ins Internet kommen und untereinander kommunizieren können, aber nicht mit dem Rest von meinem Heimnetzwerk. Punkt Nummer 7. NAS-Server. NAS-Server, also zu Deutsch Netzwerkfestplatten, die meistens dann auch eine Media-Server-Funktion haben, sind super praktisch, super geil, aber eben auch super teuer. Wenn ich so einen alten WLAN-Router habe, der diese Funktion unterstützt, kann ich den einfach in mein bestehendes Heimnetzwerk einbinden und per USB, diese Fritzbox hier, die hat sogar zwei davon, eine alte, habe ich hier auch rumliegen, eine alte externe Festplatte anschließen und mir dort Filme draufpacken oder sowas oder Musik oder hast du nicht gesehen, Bilder und kann mir die dann von allen Geräten im Haus angucken beziehungsweise kann auch Dokumente und sowas drauf speichern und von allen Geräten im Haus damit arbeiten. Geht gerade im Falle der Fritzbox wirklich wunderbar, da war ich immer ein bisschen begeistert davon. Hat allerdings den Nachteil, dazu kommen wir dann später auch nochmal, das hier sind USB 2.0 Anschlüsse, wie schnell sollen das werden? Also ein 4K-Film von dort auf dem Fernsehstream, das kann ich vergessen. Ist halt alte Technik, aber ich sag mal, bis zu einem bestimmten Punkt und je nachdem, was ich darauf speichern will, funktioniert das wunderbar. Punkt Nummer 8. Smart Home Server bzw. Telefon Server. Warum sage ich das und warum schiele ich da gerade so deutlich auf die Fritzbox? Nun, weil AVM, der Hersteller der Fritzbox, viele coole Gadgets ist so ein Scheißwort, viele coole Geräte für zu Hause hat. Smart Home Schalter oder auch die Verwaltung von Smart Home Geräten funktioniert mit den Dingern immer ganz, ganz gut, je nachdem welche Baureihe. Und eben auch die Fritzphones, die meiner Meinung nach mit tollsten Festnetztelefone, die es gibt auf diesem Planeten. Was haben diese ganzen Geschichten gemeinsam? Die funktionieren halt nur mit einer Fritzbox. Nun werde ich aber wahrscheinlich, weil ich einen Kabelanschluss habe oder wie in meinem Fall so einen Telekom-Hybrid-Anschluss, zu einem bestimmten Routertypen gezwungen von den Herstellern oder Quatsch, vom Provider und kann diese Geräte nicht mehr nutzen damit. Was mache ich also? Ich nehme die Fritzbox wieder ins System rein. Einfach als zusätzlichen Netzwerkteilnehmer, kann auch die Vorzüge, das kann ich ja wieder kombinieren, kann das Ding als Switch nutzen, als Repeater hast du nicht gesehen und kann halt hier wieder meine Smart Home Geschichten oder eben mein Telefon damit verbinden und weiterhin nutzen. Punkt, jetzt muss ich mal gucken, Nummer 9. Das wird wahrscheinlich gar nicht so viele betreffen von euch, aber stellt euch mal vor, ihr habt jetzt einen Drucker, der funktioniert, ihr druckt selten, ihr wollt jetzt keinen neuen anschaffen und der ist nicht netzwerkfähig. Trotzdem wollt ihr von mehreren Geräten, zum Beispiel auch vom Smartphone aus, mal schnell was ausdrucken zu Hause und der steht aber nicht in Reichweite von eurem neuen WLAN-Router.
Weil der meinetwegen im Flur steht und der Drucker im Arbeitszimmer oder was weiß ich, wie das bei euch zu Hause aufgeteilt ist. Tada, da kommt wieder unser alter WLAN-Router ins Spiel. Denn was die meisten auch für eine Funktion mitbringen, ist, einen Druckserver zu spielen. Wieder über die USB-Anschlüsse, da reicht USB 2.0 dann in dem Fall auch allemal. Hier schließt ihr per USB euren Drucker an und könnt ihn über das Netzwerk anderen Teilnehmern zur Verfügung stellen und seid dank diesem Gerät nicht an den Standort eures neuen Gerätes oder eures neuen WLAN-Routers gebunden und braucht auch kein USB-Kabel quer durchs ganze Haus ziehen. Und mein 10. und letzter Punkt ist ganz allgemein, ich kann natürlich einen zusätzlichen WLAN-Router, meinetwegen meinen alten, für alle Funktionen nehmen, nutzen, die der neue Router nicht unterstützt oder nicht in der Form, wie ich das haben will, beziehungsweise kann ihn auch weiterhin Mittelpunkt meines Heimnetzwerkes sein lassen. Beispiel, ihr habt jetzt wie gesagt einen Kabel-Internet-Anschluss oder Satellit oder Hybrid, wie in meinem Fall oder sowas, seid daher gezwungen, einen bestimmten Router zu verwenden, wollt den aber gar nicht verwenden, weil der eben nicht alles unterstützt oder euch nicht so viele Freiheiten in den Einstellungen bietet und sowas. Das ist doch ganz einfach. Nutzt das neue Ding nur als Internetmodem. Geh dort mit dem Kabel raus in deinen WLAN-Router, den du eigentlich nutzen willst, rein und mach von hier aus dein Heimnetzwerk auf. Mit eigenem Adressbereich, mit eigener Firewall, mit allen Funktionen und Einstellungen, wie du es willst. Er kriegt halt nur sein Internetsignal von dem neuen Router. Und der neue Router ist halt, wie gesagt, wirklich nur reines Internetmodem und hat ansonsten gar nichts zu tun. Das waren 10 coole Dinge, die man mit einem alten WLAN-Router weiterhin anstellen kann, wenn man ihn nicht wegschmeißen, verschrotten, verkaufen, verschenken, wie auch immer will, aber auch nicht einstauben lassen will. Jetzt kommen wir mal zur Kehrseite der Medaille. Was spricht denn dagegen, diese 10 Dinge, die ich da aufgezählt habe, zu machen mit dem Teil? Nummer 1. Der Stromverbrauch, wenn das Ding als Ersatz gilt für einen einfachen Switch oder einen Repeater oder Access Point oder hast du nicht gesehen, dann ist der Stromverbrauch von so einem vollwertigen WLAN-Router, der alles kann, natürlich höher als von diesem kleinen einzelnen Gerät, was ich ja eigentlich nur brauche. Gut, ich spare mir die Anschaffung dieses Gerätes. Ich will jetzt nicht groß mit Stromkosten hin und her rechnen, aber es ist einfach so, ich habe sinnlos viel Stromverbrauch für Funktionen, die ich am Ende überhaupt nicht nutze. Das spricht auf jeden Fall dagegen, das zu machen. Grund Nummer 2 dagegen, ich habe es ja schon mal angedeutet, sind veraltete Funktionen bzw. auch fehlende Funktionen. Soll also heißen, das, was ich aufgezählt habe, nicht alles davon funktioniert mit jedem WLAN-Router, den ihr noch so rumliegen habt. Deswegen habe ich hier ein Positiv- und ein Negativbeispiel, was man damit noch machen kann, rumstehen. Veraltete Standards bedeutet, im Beispiel von dieser Fritzbox hier zum Beispiel, 2 von den LAN-Ports sind Gigabit-LAN-Ports, 2 davon nur 100 Mbit. Scheiße lahmarschig. USB ist nur USB 2.0. Wenn ich dort eine Festplatte anschließen will, ganz so fix wird das im Netzwerk dann nicht laufen. Und die Updates von den Herstellern, die sind eines Tages auch nicht mehr da. WLAN ist das nächste Ding. Sicherlich könnte ich mir das Ding gut als Access Point oder als Repeater für einen Garten oder was vorstellen, wo ich außer ein bisschen Internet, Radio und Facebook scrollen gar nichts mache. Aber für hochwertigere Dinge würde der ja gar nicht reichen, weil der nicht mal WLAN AC unterstützt. Sprich, es ist einfach langsam. Noch dazu, und das ist der dritte Grund, der dagegen spricht, sind mögliche Inkompatibilitäten. Ich habe das ja in meiner Videoreihe zum Thema Telekom Magenta Hybrid schon mal erzählt, wie ich versucht habe, das Ding als Netzwerkteilnehmer im vom Speedport Pro von der Telekom aufgemachten Heimnetzwerk einzubinden und darüber mein Telefon betreiben wollte und das entsprechend irgendwie mit der Hybridleitung kombinieren musste, dass dann auch das Telefon nicht über LTE, sondern nur über DSL läuft, sei es wie es sei, hat nicht funktioniert. Und solche Inkompatibilitäten, die können euch natürlich dann entsprechend auf den Nerv gehen. Zum Beispiel auch, ihr wollt jetzt ein WLAN-Netz erweitern und die stoßen aber so gegeneinander, weil die keinen schlauen Kanalwechsel haben oder wie auch immer. Das ist dann doof. Dann funktioniert das Ganze natürlich nicht. Aber ich sag mal, hey, ausprobieren kostet ja nichts. Schaut euch ruhig mal die Anleitung an. Ich konnte jetzt nicht live vormachen, weil es gibt so viele Routerhersteller und so viele Router-Generationen und Typen und wie ihr gesehen habt, so viele tolle Sachen, die man damit machen kann. Also da müsste ich hier einen 13 Stunden Livestream machen, um da überhaupt einen Ansatz zeigen zu können davon. Nichtsdestotrotz, wir können uns ja mal in einem separaten Video zum Beispiel mit der Fritzbox das mal live angucken von der Konfiguration, wie ich hiermit zum Beispiel ein Gast-WLAN aufmache. Warum denn nicht? Bis hierhin soll es das aber erstmal für heute gewesen sein. Ihr kennt jetzt auf jeden Fall 10 coole Sachen, die ihr mit einem alten WLAN-Router noch anfangen könnt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Lasst gerne auch ein Abo da und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, hat mich gefreut. Macht's gut.